Einen wunderschönen guten Tag und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem YouTube-Kanal Freizeitpark Friends. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind auf dem Kirmespark oder Kirmes am Stadion in Essen. Da sind wir heute. Vom 25. bis 30. Mai findet das Ganze hier statt. Heute ist erster Tag. Wir schauen uns das Ganze mal an. Es gibt ein Rundgangvideo und einen Vlog. Das hier wird der Vlog. Den Rundgang filme ich gleich für euch. Könnt ihr euch auch gerne mal anschauen. Wir haben einige Fahrgeschäfte mehr als letztes Jahr hier. Unter anderem auch sehr hohe Fahrgeschäfte, Rundfahrgeschäfte. Was genau, zeige ich euch jetzt gleich. Geöffnet ist das Ganze hier immer bis 22 Uhr. Also so lange könnt ihr hier hinkommen. Wir nehmen euch jetzt mal mit und viel Spaß. Der geht es gerade nicht ganz so gut, aber ich werde natürlich fahren, da kriegt ihr auch ein schönes Onride. Da geht ein, wie gesagt, Fahrpreis normalerweise 4 Euro, aber guckt euch mal an, wie schön das Ding einfach aussieht. Da muss man ja einsteigen. Sieht einfach so schön aus, der Hammer. Ich fange schon wieder an, mich zu drehen. Ja, das war klar. Ich liebe Polypen einfach. Oh, oh Gott. Oh. Des Tages quasi für mich, weil vorhin sind wir schon einmal Robotics gefahren, das aber quasi als Privatfahrt, also nicht für den Vlog. War aber sehr schön, ich bin ihn echt lange nicht gefahren, die Fahrt war echt gut, 5 Minuten, obwohl wir zu viert da drin saßen. Also ist leider echt noch nichts los, ich hoffe für die Schausteller, dass das hier noch ein bisschen voller wird in den nächsten Tagen. Hier haben wir einen Autoscooter und hier legt tatsächlich heute ein DJ auf, irgendwo da vorne drin. Ich zeige euch das mal eben. Sei ja auch gezeigt, aber ich glaube, der ist nur heute da. Also für euch gar nicht mehr so relevant, nur dass ich es mal gesehen habe. Aber der Autoscooter fährt ja nur mit 4 Leuten. Ja, kann man mal machen, ne? Musik ist aber super, gefällt mir sehr gut. Wir gehen jetzt weiter, dann gucken wir mal, was noch so ansteht. Ja, nächstes Fahrgeschäft hier, wenn ihr den Rundgang geht, ist hier der Heartbreaker. Macht sich echt gut, der ist offen von beiden Seiten, also ihr könnt auch von der anderen Seite dran. Da ist auch die Kasse. Lassen wir jetzt erstmal weg, vielleicht nehmen wir die Sprüche nochmal mit, wenn es dir wieder ein bisschen besser geht. So Leute, wir fahren jetzt als nächstes Geisterbahn. Das Geisterschloss steht hier. Ist so eine zweistöckige, riesige Geisterbahn. Ist auch auf unserem Pass mit drauf, ne? Habe ich gesehen. Ja. Ja, und die Achterbahn da hinten, da irgendwo, ist auch mit drauf. Wilde Maus, richtig cool steht hier. Werden wir gleich auch noch mitnehmen. Aber ich glaube, fürs Linksbauch ist erstmal ein Geisterschloss besser, ne? Ist auch nichts los, heißt, wir können direkt einsteigen. Okay, sie flitscht schon wieder davon. Wir gehen da jetzt rein, könnt ihr ja sehen hier. Geht los! Würdest du mit mir ein Tänzchen machen? Du kennst mich doch. Dr. Feinstein hat mich aus dem Körperteil der berühmtesten Verbrecher Geisterschloss. Es war nicht so schlimm wie erwartet für mich. Sehr familienfreundlich. Ja, sehr familienfreundlich. Auf jeden Fall mal was anderes. Also man konnte, wenn man reinfuhr, schon quasi sehen, was einen während der Fahrt erwartet. Dann fährt man hoch und raus und dann wieder runter. Jetzt keine extremen Erschreckermomente oder sowas, sondern mehr Figuren, wo man dann wirklich vorbeifährt. Also können auch Kinder rein. Definitiv. Und Leons können da auch rein, ganz wichtig. Wir machen jetzt mal weiter. Hier vorne kommt gleich die wilde Maus. Fühlen Sie sich dazu in der Lage oder eher nicht? Ich weiß, ich habe
heute so gefreut und jetzt geht's mir nicht so gut. Das ist echt doof. Hast du gut erfasst. Ist ja nicht schlimm, es geht ja auch um die Atmosphäre und so, ne? Ich werde auf jeden Fall einsteigen, weil wir haben jetzt ja auch auf dem Zettel drauf. Und dann kann ich euch das Ganze zeigen. Es ist so ein Doppelbügel, da fliege ich ja voll rum da drin. Juhu! Besser als online. Ja, so total. Eine der angenehmeren wilden Mäuse bis jetzt. Wir sind noch nicht unten, Freunde. Aber bis jetzt geht's sehr gut. Und jetzt wird's schnell. Oh, da vorne ist Feuer. Ja, schon mal gut. Blockbremse. Oh, sehr angenehm, wunderbar. Oh, schön, dass er auch schon bremst hier. Super. Irgendwo ist Celine bestimmt gleich. Oh, und dann so eine Schlussbremse, Alter. Ich wusste es. Ach, mein Glück. Oh, Vorsicht. Nee, geht. Geht, super. So, ich komme aus der wilden Maus hier im Hintergrund. War eine sehr, sehr angenehme Fahrt. Also manchmal sind die Dinger ja echt hart, wenn die Bremsen nicht wirklich ziehen. Hier war aber alles sehr, sehr angenehm eingestellt. Bis auf die Schlussbremse, da solltet ihr auf jeden Fall alles anspannen mal wieder, weil da geht es dann von 20 km/h auf 0 in 0,1 Sekunde. Aber sonst sehr schön. Nimmt tatsächlich 6 Euro. Ja, ich hätte jetzt mit 5 gerechnet, 6 ist halt Inflation und alles Mögliche, denke ich mal. Ne? Aber macht sich halt hier sehr schön, ist halt das Größte, was hier steht. Von daher ist es vielleicht auch in Ordnung. Alles wird immer teurer. Tja, so ist ein Leben, ne? So das. Leute, wir stehen im Robotics. Und noch reingekommen, sie macht sich schon die Haare. Das heißt schon mal was. Mega. Ja, Körpersinnsprache. Im Robotics gehabt, haben auch kurz Hallo gesagt, schöne Grüße auf jeden Fall. Geht jetzt gerade wieder los. Offen habe ich euch gefilmt, verlinke ich euch hier links, oben, rechts, oben, irgendwo. Wir gehen jetzt noch weiter, vorne rechts steht noch der Jetlag, den wollte ich da auch mitnehmen. Und in einer halben Stunde ist auch Ende im Gelände hier. Gefahren. Über 4 Minuten sogar. Es ist halt echt cool, wenn der ganz hoch fährt, dann kann er da nicht voll durchziehen. Ich glaube, das ist aber auch ganz gut. Also wenn er ganz so hoch fährt, ist schon extrem. Dann liegt man schon ganz in den Bügel. Und das hat auch ordentlich Tempo, das Ding. Dadurch, dass es halt so klein ist, ist es schon sehr, sehr cool. Sieht halt jetzt auch tatsächlich doch im Dunkeln nochmal sehr, sehr schön aus, finde ich. Könnt ihr ja hier sehen. Ich weiß nicht, wo die als nächstes stehen, aber war auf jeden Fall eine sehr solide Fahrt. So, Leute, wir sind wieder runter. Da ist der schöne Platz mit seiner Beleuchtung und Celine auch.
Wir haben es jetzt, wartet kurz, 10:04. In 4 Minuten ist Ende. Heute wollte ich das Ding nicht abschließen, deswegen haben wir gesagt, wir gehen jetzt. Sehr, sehr schön. Es stehen sehr, sehr viele Fahrgeschäfte hier. Rundgang verlinke ich euch links, rechts oben nochmal, aber ich glaube, ihr habt im Vlog auch einen guten Eindruck bekommen. Ja, ansonsten gibt es auch einen Informationsartikel auf unserer Webseite, freizeitparkfans.de, über Eintritt, Fahrpreise, Pipapo, bla bla bla. Ja. Ich fand's sehr schön. Ich fand's auch sehr schön. Es ist also eigentlich mega coole Fahrgeschäfte stehen hier. Ja. Und die Leute sind wirklich mega nett. Ja, also wir fühlen uns hier echt immer pudelwohl. Ja. Ist auch so, ja, so eine Heimatkirmes, würde ich jetzt nicht sagen. Also wir kommen nicht aus Essen, aber wir fahren nicht sehr lange, Essen, sagen wir mal so. Sagen, ne? Ja, von daher hat uns das sehr, sehr gut gefallen. Vielen Dank auch nochmal für die Kooperation und den Bummelpass. Hat uns auch sehr geholfen tatsächlich. Haben wir gut genutzt. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Hier kommen so viele Videos. Ich weiß gar nicht, wann ich die schneiden soll. Und ja, hab ja auch noch einen anderen Job, ne? So ist nicht. Ja, aber wie gesagt, gerne ein Abo da lassen. Auch gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das gefallen hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Bis dahin. Bis dahin.